Und damit herzlich willkommen zu einer Runde von Pokémon, das Sammelkarten Spiel, Mandalmodus mit mir, dem Merzi. Und heute schauen wir uns eigentlich, ja, wir werden uns ein Event mal wieder anschauen. Lass uns ein Event spielen, ein Event. Und wir gehen mit unserem Expanded Deck rein und zwar mit der Galagladi Power. Auch wenn wir da nur Tickets earnen können, also Tickets verdienen können. Wir haben zwar 19, ist mir aber egal. Ich will ein Turnier spielen, aber ich habe keinen Bock auf die anderen Turniere, ehrlich gesagt. Deswegen dachte ich mir, aber bei den anderen können wir eigentlich Tickets earnen. Aber da sind die Karten immer so langweilig. Nee, wir bleiben bei dem. Und wir spielen das erste Spiel, wir sind natürlich direkt im Nachteil. Wir sind direkt im Nachteil. Läuft bei uns. Wie immer werde ich das zusammenschneiden. Die einzelnen Minuten der Spiele. Die Wartezeit dazwischen ist halt immer ein bisschen zu lang. Aber nur ein bisschen. Also letztes Mal, ich habe einen Mulligan, nice. Letztes Mal hatte ich ja tatsächlich, nee, der Gegner hat einen Mulligan, wir haben keinen Mulligan. Letztes Mal hatte ich ja tatsächlich, das Sadero will ich draußen behalten. Ich fange zum dritten Mal den Satz an. Letztes Mal hatte ich ja tatsächlich das Problem, dass die Wartezeit zwischen dem einen Spiel und dem anderen Spiel, ich glaube, 10 Minuten oder so betrug, das war mir viel zu lange. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal haben. So, dein Gegner hatte keine Basis-Pokémon und muss, jo, wir wollen eine zusätzliche Karte ziehen. So, ehrlich gesagt bin ich nicht zufrieden, was wir hier auf der Hand haben und was ich da vorne liegen habe. Also es könnte ein sehr schnelles Turnier für uns werden. Es scheint auch sehr gute Karten zu haben, mit unter anderem hier die goldene Trainer-Postkarte. Vielleicht hätten wir doch nicht in dieses Turnier gehen sollen, sondern erst ein anderes machen sollen. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht, dass es sonst neue Karten gibt, auch wenn wir weniger haben. Weil wir gar keine gute Hand haben, aber ehrlich gesagt ist die Hand auch nicht so berauschend. Und ich glaube, sein Deck ist hier richtig stark. Ethervan Ace. So. Was wir machen können, ist ehrlich gesagt gerade nicht so viel. Wir können natürlich dieser Angriff fügt einem Pokémon des Gegners 60 Schadenspunkte zu. Ne, das will ich nicht. Dann würde ich sagen, machen wir folgendes. Und zwar das und hoffen, dass wir ihn jetzt paralysieren. Sehr gut. Ich will mein Rayquaza X ehrlich gesagt noch nicht zeigen. Aber ich will die Doppelenergiekarte gleich auch nicht verbrauchen. Also hoffe ich, dass ich entweder den Brief ziehe oder eine Energiekarte, weil ich mit meiner Evo-Brause das Hustler gerne entwickeln möchte. Er geht hier auch auf das Zoroark. Dieser Angriff fügt 30 weitere Schadenspunkte für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners zu. Da sehen wir schon mal gut, wir haben nur das Pidgeot herausgetan. Schon wieder eine goldene Trainerkarte hier an der Stelle. Nice, da ist er. Was steht da? Lege deine Handkarten auf deinen Ablagestapel und ziehe 7 Karten. Alles klar, holt sich hier ein. Ah, da. So, dann kann ich in der Zwischenzeit vielleicht meine Webcam vielleicht ein bisschen besser einstellen. So und so und so. Facecam ist jetzt ein Stück besser eingestellt. Jetzt bin ich nicht mehr so überleuchtet. Und unser Taste. Ach du Scheiße. Er hat auch das gute Shaymin. Also das Spiel ist hier, glaube ich, schon an dieser Stelle durch. So. Alles, was mir nicht gefällt, wir werden das Tassler jetzt an dieser Stelle opfern. Wir kriegen nicht mal die Konfusion hin. Und ich werde gleich einen Move machen, den ich eigentlich lange nicht mehr gemacht habe. Ich setze alle meine Hoffnung auf dieses verkackte Bidizar bzw. das Bidifass mit der Evo-Brause und hoffe, dass wir Münzwurfglück haben. So. Schönes Deck. Der Shaymin ist echt schön. Das ist ja das gute Shaymin, das starke Shaymin, das teure Shaymin. Und das ist jetzt richtiger Bullshit.
Wir hätten die Evo-Browser spielen sollen. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ach, das ist doch Crap. Das ist doch Crap. Es ist und bleibt Crap. So. Ja, wir haben nicht mal das Glück. Nee. Und jetzt kommt noch die Turbo-Entwicklung von Zoroark. Na gut, die Schmarotzer-Fähigkeit bringt dem persönlich gar nicht viel. Ja, das ist jetzt ganz behindert für uns. Schmerzhafte Geschichte, tatsächlich. Bringt uns irgendwie gerade alles nichts. Egal, was wir hier machen. Es leckt auch gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Leitung liegt oder bei ihm. Aber das sollte hier an dieser Stelle, glaube ich, durch sein. Mit dem BD-Fass hätten wir noch eine Chance gehabt. Also hätten wir eine Chance gehabt, in Anführungsstrichen, das Spiel in eine Richtung zu lenken. Wo man sagen könnte, Daumen hoch, dass wir so krass gekämpft haben. Allerdings habe ich den Fehler gemacht und die Evo-Browser nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil ich Angst hatte, dass er sich das BD-Fass denn zuerst holt. Das Galagladi bringt uns ehrlich gesagt nichts. Gar nichts. Nichts, nada, niente. Ja, es ist problematisch, die Situation gerade. Es ist eigentlich aussichtslos. Also problematisch wäre noch zu positiv verfasst. Also es ist schon aussichtslos hier. Unser Dude überlegt gerade, wie er uns am besten fertig machen kann. Oh, wir kriegen ein Pokémon auf die Bank. Das bringt uns, ehrlich gesagt, nicht viel, und wir kriegen das Problem, dass wir gleich richtig hart auf die Schnauze bekommen werden. Nein. Ach. Mein gutes Kangama, ey. Und wir können es auch, ehrlich, wir können es halt auch nicht retten, die Evo-Brause. Das war das, was wir jetzt gebraucht haben. Ändert nur nichts daran, dass wir diesen Zug eh nichts mehr machen können. Wir haben auch relativ wenige Energiekarten. Haben wir alle da in dem Preiskartenstapel. Wahrscheinlich. Und wir beenden unseren Zug hier. Er wird unser Kagama jetzt hardcore vernaschen. Und dann werden wir das BD-Fass ausspielen müssen. Und hoffen. Stark hoffen. Ich weiß nicht, was das Zeitpuzzle macht. Wenn du eine Karte gespielt hast, schau dir die obersten drei Karten an. Ich sage sie. Na bitte. Wenn du zwei Karten gespielt hast. Er hat zu viele Kampfkarten einfach auf dem Deck. Im Deck. Zwei. Er holt sich. Er wird das Glück haben. Er wird nicht das Glück haben. Wir sind down. Wir sind nicht down. Das war ein komischer Move. Warum er das jetzt gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ist aber auch halb zu wild. Wir werden jetzt einen Kopfschuss machen. Jetzt wir dürfen nicht angreifen. Komm schon. Ja. Nein. Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Allerdings. Entschuldigung. Genug, dass wir diese Runde hoffentlich überleben werden. Und dann in der nächsten Runde Versuch Nummer 2 bekommen.
Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir nur ein Part in diesem Turnier haben werden. Ich habe mich, glaube ich, hier ein bisschen zu übernommen. Aber halt auch Pech mit dem Gegner in Anführungsstrichen. Also der ist schon gut. Hat auch ein gutes Deck. Wir eher nicht so. Also er weiß, was er hier macht. Er weiß, wie er spielen muss. Und er weiß, wie er seine Karten einzusetzen hat. Welche er auch sehr gut hat. Und was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass er Resistenz gegen uns hat. So. Das bringt uns alles nichts, was wir auf der Hand haben. Also gib uns mit der guten Senna neue Karten. Und auch das Mewtwo X bringt uns an dieser Stelle nichts. Gar nichts. Aber halb so wild. Komm, lass uns zumindest ein Pokémon von ihm besiegen. Alles gut. Allerdings wird unser BD fast nicht so ohne Down gehen. So sieht es aus. Ja. 30 Schaden. Oh, Weiterentwicklung. Ja, oh, nein, das tut weh. So, ja. 80 Schaden, alles klar, BD Fass ist down. Ja, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Wir können nur das Miltank spielen. Wir können nur das Miltank spielen. Mehr können wir nicht machen. Und wir können 80 Schaden insgesamt zufügen. Das reicht nicht. Es reicht nicht. Allerdings reicht es, um die nächste Runde platt zu machen. Und wenn er keine Pokémon zu der Dame auf der Hand hat. Jetzt haben wir es gecallt. Und dann werden wir spielen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Aha. Der gute Kampfhahn hier wieder. Ne. Ja, das gefällt mir gar nicht. Habe ich mitgerechnet. Er macht hineinstürmen und so schnell kann es gehen und wir kriegen hier nur Crap. Nur Crap. Ja, wir können nichts machen. Wir haben, ich kann es immer nur wieder sagen, nur Crap auf der Hand. Also zu seinem guten Deck kommt auch noch Pech für uns hinzu. Ich wüsste nicht, wie ich das hier hätte auch in irgendeiner Weise gewinnen sollen. Mal abgesehen davon, dass ich es ganz interessant finde, dass er noch nicht einmal sein Shiny benutzt hat. Weil er hat ja. Achso, wenn du dieses Pokémon in der Hand spielst. Oh, ist das das schlechtere Shiny? Ist auch egal. Schreibt mir in die Kommentare, ob es das gute Shiny ist oder das schlechtere. Fakt ist, dass wir hier jetzt down gehen werden. Wir können das hier noch holen. Weil wir auch Flordelis haben. Es ist egal, was wir hier machen. Allerdings möchte ich hier nicht ganz kampflos rausgehen. Heute nicht. Ein wunderbarer Superball. Du hast doch eh gewonnen. Du musst doch eigentlich nur. Na gut. Du musst doch eigentlich jetzt nur deinen Gedankenschuss einsetzen. Ganz schön ärgerlich für uns an dieser Stelle.
10 Chips, ein Event-Ticket. Ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Ja. Hat diesmal nicht funktioniert. Vielleicht morgen. Ja. Schreibt mir in die Kommentare vielleicht, welches Event ihr gerne oder welches Turnier ihr gerne sehen wollt. Das war jetzt natürlich gerade Expanded. Theme ist hier halt mit den ganz normalen Standard-Decks. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Haut rein.